So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Heute mal mit einem etwas anderen Setup. Ich bin heute mal bei meiner Freundin und habe es vorher nicht geschafft gehabt, bei mir im Studio entsprechend aufzunehmen. Mit dem Rode Wireless will ich das Ganze mal ein bisschen probetesten. Ich hatte das Ganze schon einmal auf dem Channel vorgestellt. Ja, wenn ihr Bock auf die heutige Runde Hardware News habt, sehen wir uns gleich nach der Nachricht des heutigen Sponsors und das ist CDK Deals. Bei CDK Deals findet ihr offizielle Microsoft Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origin und Uplay zu wirklich guten Preisen. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr nochmal ein bisschen zusätzlich sparen. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinem PC zu Hause installiert und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bei CDK Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein, drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt erstmal zur letzten Runde Hardware News, zumindest für die nächsten 1 bis 2 Monate, will ich das Ganze ein bisschen auf Eis legen. Denn erstens haben sich so viele Videos bei mir angestaut, dass ich entsprechend das neue Format aus dem Archiv eingeführt habe. Gab es bereits letzte Woche eine Folge davon. Ja, einfach Videos, die schon so lange zurückliegen, ja, dass sie schon komplett zugestaubt in meinem Videoarchiv rumliegen und damit sie entsprechend endlich das Tageslicht erblicken können, muss die Hardware-News weichen. Das heißt aber nicht, dass ich euch zu neuen Veröffentlichungen keinen Content liefern werde. Ganz bestimmt nicht. Angefangen mit dem 20.09., dem Dienstag um 17 Uhr, auf dem GeForce Beyond Event, ist das Ganze Teil der GTC Keynote mit Jensen Huang, wo vermeintlich Ada Lovelace, jetzt auch von Nvidia selbst bestätigt, ja, die Architektur heißt so und wird mit der RTX 4090, dem neuen Flaggschiff, soweit angeführt. Wir haben schon einige dieser Custom-Modelle gesehen. Die richtige Founders Edition, die werden wir wahrscheinlich erst zu dem Event selbst sehen. Ja, und an der Stelle möchte ich auch einen mega dicken Dank an einen Abonnenten aussprechen. Und zwar habe ich im letzten Video meine RTX 3080 Ti Founders Edition zum Verkauf angeboten und innerhalb von weniger als einer Stunde, ja, habe ich erstens einen Haufen Anfragen bekommen. Also an alle, die mir hier geschrieben haben, vielen lieben Dank. Und an den guten Jan geht ein ganz besonderer Dank raus, denn der ist einfach zu mir vorbeigekommen, hat sich die Karte direkt selber abgeholt. Und für den Hintergrund, er hat entsprechend seine RTX 2080 Ti endlich ablösen können, hat sich sehr auf die Karte gefreut und meinte auch ganz ehrlich, hey, er würde ganz gerne den Kanal unterstützen und deswegen kauft er sie explizit von mir. Und da bin ich einfach wirklich nur dankbar, weil so habe ich jetzt das Budget wieder reingespielt bekommen von dieser Karte und kann dann entsprechend für euch eine 4090, 4080 dann zum Testen besorgen. Ob ich dann letzten Endes bei der Karte bleiben werde, ja, das lassen wir jetzt erstmal soweit im Raum stehen. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, Daumen hoch für Jan, mega nice Aktion. Also nächste Woche Dienstag um 17 Uhr werde ich das GTC Keynote Event live für euch streamen. Eine Woche später werde ich natürlich für euch ebenfalls live übertragen, wenn Pat Gelsinger die 13. Generation unter Raptor Lake für euch veröffentlichen wird. Es wird sehr, sehr spannend sein. Ich bin richtig neugierig, was den i9 13900K angeht und wie er sich gegen meinen jetzigen 12900K schlagen wird. Ja, und vielleicht sehen wir auch was zur Intel Arc Alchemist. Da sind jetzt immer mehr Informationen der Öffentlichkeit preisgegeben worden. Ja, also der Marktstart sollte jetzt langsam aber sicher mal kommen. Ich denke mal, wenn ich den Stream machen werde, werde ich das Ganze kombinieren mit einem Ryzen 7000 Launch Event, denn an demselben Tag, am 27.09., übernächste Woche Dienstag, wenn Intel deren neue Prozessoren vorstellt, wird AMD deren neue Ryzen 7000er in den Handel bringen. Also X670 Mainboards als auch Ryzen 7000 CPUs werden im Handel sein. Ja, und da werde ich beides einfach für euch im Stream
beides behandeln, also ein kleines Q&A zu den neuen Architekturen abhalten, meine Empfehlung, welche CPU ich zum Beispiel für Produktivität als auch welche für Gamer komplett ausreichen und ob man entsprechend von Ryzen 5000 auf 7000 umsteigt, all das wird Teil des Streams sein. Vor allem das Thema Energieeffizienz, ja? Leistungsaufnahme der CPUs von Intel als auch AMD im Direktvergleich, Temperaturentwicklung, ja, all das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein wichtiges Thema. So, was für Streams gibt es sonst noch für September? Die zwei von Intel und Nvidia und dann darauf entsprechend am 4.10. Im Oktober wird es einen einstündigen Stream um 17 Uhr geben. Und zwar zu dem neuen B650 und B650E Extreme Chipsatz, entsprechend den günstigen Brettern, auf die ich viel mehr Bock habe. Also gerade das Thema ITX dürfte dort breit aufgestellt sein und auch die Unify-Serie von MSI, die ich ja immer auf dem Kanal sehr gründlich unter die Lupe genommen habe, dürfte dort zum Vorschein kommen. Ja, und zum Thema B650 hat Gigabyte deren komplettes Motherboard-Lineup für dieses Jahr geleakt, ja, ob selber oder von jemand anderen, sei mal jetzt dahingestellt, aber was wir hier sehen können, ist, dass sowohl ein B650i, also ITX Mainboard mit dem günstigen Chipsatz, als auch dem B650e Tachyon, also einem Extreme Overclocking Board mit zwei RAM-Steckplätzen, braucht es gar nicht die ganzen Anschlussmöglichkeiten des X670 Chipsatzes und verzichtet darauf, entsprechend werden wir wahrscheinlich die gesamten Overclocking-Hardcore-Enthusiasten-Boards wie dem Unify überwiegend auf der B650-Plattform sehen werden. Einfach für die bestmöglichen Arbeitsspeichertaktraten. So war es nämlich auch mit X570 und B550. Ansonsten auch unter ITX entsprechend das Z790i. Wird ein spannendes Board sein, also auch mit dem kommenden High-End-Chipsatz von Intel im ITX sind wir hier bedient. Der nächste Hersteller, der entsprechend deren Mainboards soweit durchsickern lassen hatte, war Asus, ebenfalls hier mit einem B650 ITX Mainboard und ASRock hat sich hier natürlich auch dazu gesellt. Spannend hier sind vor allem die Preise, die hier ASRock durchsickern lassen hat und was wir hier sehen können, gerade im Direktvergleich mit den Mainboard-Preisen, die wir die vorherige Woche von MSI zu Gesicht bekommen haben, ist, dass das günstigste X670-Board, das wir sehen werden, bei etwa 280 Euro liegen wird und das ist natürlich eine Stange Geld, von den anderen Mainboards gar nicht erst die Rede und entsprechend sage ich euch, wenn ihr euch ein Gaming-System, sagen wir mit einem Ryzen 7600X oder 7700X aufbauen wollt, dann setzt nicht auf X670. Ihr habt keinen Vorteil davon, ja, weder von der Leistung als auch, ich denke, in den meisten Fällen selbst von der Konnektivität her nimmt sich das kaum etwas, weil ihr die Konnektivität gar nicht erst richtig ausschöpfen könnt. Also wenn ihr nicht unbedingt das eine Key-Feature von X670 haben wollt, das euch sonst durch die Lappen geht, dann verzichtet auf diese hohen Mainboard-Preise und greift direkt lieber einige Tage später auf B650 und damit tut ihr euch und eurem Geldbeutel den größten Gefallen. Ja, und bei den ITX Mainboards wird man eh kaum dran vorbeikommen. Zwar hat Asus hier das X670 ITX Mainboard vorgestellt, aber ob es meine Empfehlung bekommt, ja, das lassen wir jetzt erstmal offen. Ich werde es mit größter Wahrscheinlichkeit genauso wie das X670 Gene auf dem Kanal da haben und für euch unter die Lupe nehmen. Ja, was sonst noch geleakt wurde zum Thema RTX 4090 ist von Gigabyte die Gaming OC und das Teil 70 mm, 7 cm dick, also satte 4 PCIe Slots und ja, hier haben wir noch ein paar Grafikkarten mehr, die das Tageslicht erblicken, also die RTX 4090 wird definitiv kommen. Was spannend ist, ich sehe keine 4080. Ja. Lenovo selbst zeigt hier nämlich eine 4-Slot-Karte. Das Teil sieht richtig pervers aus. Also es wird wirklich wenige Gehäuse geben, die solche Monster wirklich behausen können. Also gerade wenn es um kleine ITX oder MATX-Gehäuse geht, da wird es wirklich Probleme geben. Wir haben jetzt auch soweit bestätigt bekommen, die RTX 4090, 24 GB, die 4080 mit 16 GB, aber auch eine 4080 mit 12. Und die, so zumindest die Gerüchteküche, soll kurzerhand umgenannt worden sein. Denn
Eigentlich sollte die 12 GB 4080 eine 4070 werden. Da hat Nvidia jetzt aber kurz geschaltet und gesagt, hey, wir wollen dieses Jahr nicht alle Karten auf den Markt loslassen. Ja, wir wollen aber 3 Stück zum Launch da haben. Also bringen wir eine 4080 12 GB. Ha, was hat sonst noch 12 GB? Die 3080 Ti mit 12 GB preislich ähnlich aufgestellt. Und anstelle von der 4070 mit 12 GB eine 4080 rauszubringen, ermöglicht natürlich Nvidia, den höchstmöglichen Preis dafür zu verlangen. Und es ist ja ein leichtes, eine kommende 4060 zur 4070 zu machen, weil sie dann sagen können, hey, der Leistungssprung, der ist so groß, ja, es ist eigentlich nur Geldmacherei. Und das ist in meinen Augen nicht der richtige Schritt zum Launch einer eh schon so teuren und in der Situation, ja, in der jetzigen sehr gesättigten Grafikkarten-Marktsituation, solche Teile auf den Markt zu bringen, ist eh fraglich. Fraglich ist auch, ob sie verfügbar sein werden, aber zumindest die 4090 scheint in den Warenlagern bereits seit Wochen zu liegen und Nvidia wartet eigentlich nur noch auf den Trigger. Ja, die wollen aber erst einmal deren 3000er Karten abverkauft bekommen. Und das ist natürlich soweit eine Perspektive, ja, gerade in den letzten Wochen und Jahren, wo wir eben mit der Knappheit zu kämpfen hatten, ja, einen Kartenüberschuss zu haben, ich weiß nicht genau. Und vor allem, die Preise sind im Moment wirklich noch nicht so gut, wo ich sagen würde, los, holt euch die 3000er, ja, jetzt auf der Stelle. Solange eine RTX 3080 Ti nicht unter die 900-Euro-Marke fällt, bin ich wirklich skeptisch, was die Veröffentlichung der RTX 4000er angeht. Also, Stand der Dinge ist ja eh, dass wir hier die 4090 erst einmal zum Launch sehen werden als High-End-Modell. Wahrscheinlich, und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, im Bereich von 2000 Euro. Das ist eine stolze Summe, wenn man sich überlegt, dass die 3090 zum Release 1499 Euro gekostet hat. Aber Nvidia kann mit der jetzigen Position, ja, gerade weil ja auch keine Konkurrenz da ist, damit durchkommen. Denn die werden sagen, hey, wenn ihr was Günstiges haben wollt, die 3000er, die sind lagernd und die sind gerade voll im Preisfall. Ja, was wir ebenfalls soweit von Igor spendiert bekommen haben, ist die PCB der RX 7900 XT, der Navi 31. Ja, und diese Karte soll entsprechend von AMD ebenfalls mit 24 GB Grafikspeicher daherkommen. Nur ist halt die Frage, okay, AMD hat zwar auf deren letzten Keynote die Karte einmal demonstriert. Ja, sie haben uns eine kleine Gaming-Demo gezeigt, aber sie sind nicht wirklich auf die Performance eingegangen und auch nicht das konkrete Veröffentlichungsdatum. Und ich denke eher, dass wir wirklich Ende Dezember diese Karte erst zu Gesicht bekommen werden. So, und dann gehen wir kurz auf die Ryzen-CPUs ein. Der Ryzen 7950X erreicht im besten Fall 5,85 GHz. Das ist das, was AMD kommuniziert hat. Jetzt wissen wir aber, wie das Ganze zu verstehen ist. Denn ich habe bereits in der letzten Hardware-News bereits angesprochen, dass wir hier bei den Ryzen 7000ern auf sehr, sehr hohe Temperaturen und entsprechend auch einen nicht allzu geringen Stromverbrauch stoßen werden. Und damit diese CPU 5,85 GHz erreichen kann, ist eine Temperatur von unter 50 Grad Celsius vonnöten. Ansonsten taktet sie runter. Und das ist natürlich utopisch, gerade wenn wir hier die Temperaturergebnisse der geleakten Benchmarks sehen. Ja. Denn diese 5,85 GHz, das ist der Single-Core-Turbo auf einem einzigen Kern. Die CPU selbst hat einen All-Core von 5,1 GHz im Turbo-Takt verhalten. Aber auch hier ist natürlich fraglich, ob dieser überhaupt gehalten werden kann. Denn was bringt es, einen hohen Turbo zu haben, wenn dieser in der Realität, ja, unter anhaltender Last oder zum Beispiel Gaming gar nicht gehalten wird? Und entsprechend gilt es dort zu testen, ob AMDs Marketing hier sich mit der Realität decken wird. Zum Thema Ryzen und AM5-Kompatibilität mit bestehenden CPU-Kühlern hat Bitpower deren AM5-Mounting-Kit-Upgrade für deren bestehende CPU-Kühler angekündigt. Ich werde versuchen, ein solches Upgrade-Kit in die Finger zu bekommen, damit ich schnellstmöglich natürlich meine Ryzen 7000er für euch testen kann mit einem solchen Bitpower-Block. Was mich hier am meisten interessiert, ist der Direktvergleich mit dem i9 12900K, dann kommend den i9 13900K, als auch
sagen wir, dem Flaggschiff, dem Ryzen 7950X, wie sich das Ganze temperaturtechnisch vergleichen lässt. Ja, letzter Stream und damit haben wir 4 voll bekommen. 2 diesen Monat und 2 im nächsten ist am 11.10. ebenfalls im Oktober die Meta Connect und zwar damit die Veröffentlichung der Quest Pro. Ich bin gespannt auf die Brille. In der letzten Hardware News habe ich bereits die ersten Bilder von dem Teil soweit gezeigt und das Ganze wird die VR-Industrie auf jeden Fall voranbringen. Gerade die Konkurrenz scheint hier wirklich immer weiter angefacht zu werden. Und zwar die Quest-Reihe von Meta, ehemals Oculus Quest, das dann von Facebook aufgekauft wurde, steht jetzt im direkten Konkurrenzkampf mit TikTok und der kommenden Pico 4. Diese soll nämlich am 22.09. diesen Monat entsprechend veröffentlicht werden. Wie sie sich gegen die jetzige Quest 2 schlagen wird, das gilt natürlich noch erst einmal abzuwarten. Aber am wichtigsten ist in meinen Augen die PlayStation VR 2 oder die PSVR 2, die entsprechend für das Frühjahr 2023 angekündigt wurde, jetzt auf dem State of Play Event von Sony noch einmal ins Rampenlicht gerückt wurde. Und hier scheinen bei den Testern besonders die Controller gut anzukommen. Mit deren integrierten Vibrationen soll das Ganze nochmal ein neues Level der Immersion ermöglichen. Also jeder, der die PlayStation Controller und deren DualSense Erfahrung kennt, weiß, dass solche Vibrationen hier die Gaming-Erfahrung wirklich auf ein neues Level heben können. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, wenn man eine VR-Brille aufhat, die Controller in der Hand hat und das Ganze dann entsprechend auf das Gesehene reagiert, wird das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Also wirklich eine spannende Zeit, die vor uns liegt. Ich habe Bock drauf, ihr hoffentlich auch. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness lets you see on GAX TV.